Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog heute von Metzger. Heute ist der 27. Spieler an der Liga, dem französischen Championat. Und heute ist der Match zwischen dem FC Metz und AS Monaco. Heute spielt die Tabelle 17. gegen die Tabelle 4. Wird auf jeden Fall ein ganz interessantes Match gehen. Ja, für den FC Metz wäre es wichtig, für 3 Punkte zu sammeln, für eben auch von den direkten Aufstiegsplätzen wegzukommen. Und ja, ich meine, ihr darf so weit aus, ihr jetzt auf den Match gehen. Dann will ich euch auch mal den Start von Metz weisen. Ihr wisst, ich war schon ein paar Mal. Ich will euch übrigens heute mal einen Platz weisen, den Centre Pompidou, der Gare von Metz. Und wie gesagt, gönn ich diesen Vlog, viel Spaß beim Gucken und voilà, schön, dass ich mal direkt Metz anstatt. Ja, so sind wir gerade am Weg in Direktion Gare von Metz. Gare von Metz, natürlich ganz besonderes Bauwerk, impressionant, imposant Bauwerk. Und du daneben, natürlich auch du, die Möglichkeit, wo die Leute können den Zug holen, muss ich sagen, dass Gare von Metz einen von den schönsten aus Frankreich schon ein paar Mal und dann noch zu schönster Gare von Frankreich gewählt. Ja, ich befand mich hier für das Musée Pompidou, das ist ein Ausstellungsplatz für zeitgenössische Kunst. Hier fanden dann noch Ausstellungen an 4 Führungen statt. Heute gehen wir leider nicht dran, weil ihr wisst, dann gehen wir noch auf den Match. Mehr sieht es als sehenswert. Insgesamt sind es 5 Minuten zu Fuß von der Gare von Metz. Ja, also wie gesagt, die Stadt von Metz hat 120.000 Einwohner und das muss ich sagen, dass sie sich an der Region Grand Est befindet. Das ist nicht weit weg von Lützeburg und da daneben fließt natürlich auch die Mosel durch Metz. Zu einer Sehenswürdigkeit sind die Kathedrale, das Centre Pompidou und natürlich auch die Gare von Metz. Und die habt ihr in diesem Video ein Aperçu von denen paar Wichtigkeiten von der Stadt. Ja, ich sehe doch nicht, was ich für dich erklärt habe. Also, ich sehe, dass der Match zwischen dem FC Metz und Monaco, wenn ihr auf die Tabellensituation guckt, dann seid ihr eben, wie ich es angeschaut habe, Monaco aktuell auf der 4. Tabellenplatz mit 46 Punkten. Und dann den FC Metz, die sind innen an auf der 17. Platz mit 23 Punkten, also bei einem direkten Aufstiegsplatz. Ein Victoire gibt ihnen gut tun, für eben dann von diesen Plätzen fortzukommen. So, hier seht ihr den Top-Goalgetter von AS Monaco, dem Wissam Ben Yedder. Aber wenn ich da ein paar Statistiken gucke, an der Liga muss ich sagen, dass hier der Moment den 4. ist, mit den meisten Goalern, am ganzen 11 Goalern konnte schießen. Und ich sehe das für Robert, die Kylian Mbappé mit 24 Goalern, bis weil den da um der ersten Position leid. Also hier wirklich den Top-Goalgetter an der Liga. Wir hatten nur das Zufall, hat man nur die Spieler vom FC Metz gesehen und schon dann auch eben profitiert, natürlich ein paar Fotos mit dem einen oder dem anderen Spieler zu machen. Und dabei natürlich der Georges Mikautadze, den Spieler, besser gesagt, der Stürmer vom FC Metz, den natürlich auch den besten Goalgetter aus von der französischen Equipe vom Metz. Ich kann nicht da doch einfach weisen. Dann sieht er nicht am Ganzen, weil 5 Goaler können schießen. Und hei, so gesagt, das dann hei aus, also am Ranking. 5 Goaler für den Georges Mikautadze. Thank you.
gibt es mal Zeit für eine Prognose heute zu machen. Also ich gebe so, dass Monaco heute mit 3-0 gegen den FC Metz gewonnen. Von denen drei Gole wird bis zum Benje der zwei Scheiße kriegt, was sich Juve gewinnt. Ich so noch den AS Monaco. Ich gebe so ein 2-0 für Monaco und da schießt den Embolo zwei Gole gegen mich so. Also du siehst zwei Gole von Bel Embolo, okay. Ja. Naja, ich so von den drei Gole eben da zwei von bis zum Benje der, alle, da kommt da so nicht, da gibt es noch den Brel Embolo auch noch Gole schießen. Während der also dann die drei Gole von Monaco. Jedenfalls, wir sind gespannt. Gute spannende Match. Gute spannende Match, du siehst es. Ja, ich wollte noch eine Bilanz sehen von diesen ersten 45 Minuten. Also wenn ich gucke, muss ich sagen, dass an den nächsten 16 Minuten nicht mehr die drei Golen zugunsten von AS Monaco gefallen sind. Der nächste Goal, den AS von Monamino gefallen, das war eben nur 3 Minuten. Und kurz danach war dann den Akliusz an der Wanderson, die eben, wie ich gerade angeschaut habe, in den 16 Minuten konnten drei Goal schießen zugunsten von AS Monaco. Ja, Monaco hat dann noch, muss ich sagen, über 70% Ballbesitz. Metz überdem ist bedeutend schmaler an
ja, für Metz ist wirklich ganz wenig gekommen in der ersten Halbzeit. Hatte praktisch eine gute Chance durch den Georges Mukotadze. Aber beim AS Monaco da war alles, muss ich sagen, viel mehr dynamisch, viel mehr einfach, sind den Ball gut rotieren gelassen, sind noch viel mehr in Zweikämpfe gegangen. Und einfach auch viel besser Aufschluss gehabt und das hat sich eben ausbezahlt. Und voilà, das verspricht auf jeden Fall für die nächsten 45 Minuten am Stade Saint-Symphorien und halt zu Metz. Ja, ich meine, in diesem Match geht also man mit einem 5-2 zugunsten vom AS Monaco oben an. Ja, an der zweiten Halbzeit muss ich noch nicht so, dass ja, Metz einen 2-Golo kann schießen, einen durch Sané und auch einen durch den Diallo. Und auf der Seite vom AS Monaco, da wäre zumindest ein Balogun, der in den Treffer kommt. Also 4 Golo an der zweiten Halbzeit, wo dann einen für Spannung gesucht. Ich muss noch so, dass der FC Metz viel besser gespielt hat, als an der ersten Halbzeit. Und ja, haben den Ball auch viel besser rotieren gelassen, noch zu mehr Aufschluss kommen, wie an der ersten Halbzeit an AS Monaco, die haben so weiter gemacht, wie sie auch abgehalten haben an der ersten Halbzeit. Haben aber auch eine Kommission krank zugelöscht. Und dann geht das Party mit einer 5-2 Victor zugunsten von AS Monaco. Und dann 3 Punkte, 4 Kippen aus dem Süden von Frankreich. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Seid auch in Zukunft dabei, wenn ihr den Stadion-Vlog schaffen. Wir sehen euch schon irren. Von hier, von Metz aus. Ciao.